Hallo zusammen, mein Name ist Christian Schlegel. Es ist Montag, 17:54 Uhr und wir haben den 2. November. In diesem Clip geht es um SAP. Und bevor ich damit anfange, muss ich Ihnen sagen, dass ich heute selbst eine kleine Position gekauft habe in SAP, und zwar sogenannte Schnüffelstücke. Die Schüler, die mich kennen, die bei mir Unterricht nehmen, die wissen, was ich damit meine. Wenn ich nur auf einen Chart schaue, habe ich keinen Bezug zu einer Aktie, nicht wirklich. Aber in dem Moment, in dem ich auch nur kleines Geld setze, Schnüffelstücke oder nennen Sie es Pizza Trade oder Döner Trade, habe ich ein ganz anderes Verhältnis zu dem Wert. Ich werde aufmerksamer, ich schaue mehr rein, ich schaue in das Orderbuch rein. Der Wert spricht zu mir. Klingt ein bisschen esoterisch, aber Sie können ihn besser lesen, wenn Sie drin sind. Das ist meine Meinung. Wenn Sie zum Beispiel heute sowas gesehen haben wie in Bayer, die wurden den ganzen Tag gekauft. Das sehen Sie nicht unbedingt, wenn Sie nur auf den Chart schauen. Aber wenn Sie dann da drin sind, dann merken Sie das. Und Sie sehen auch, dass die Bewegungen, die Korrekturen relativ klein sind und dass dann der Wert sogar in der Nähe des Tageshochs schließt. Und deswegen habe ich jetzt also heute ganze 200 Scheine, gebe ich ruhig zu, in SAP gekauft. Mehr wollte ich nicht. Und die Frage ist, was macht es? Was kann ich da erschnüffeln? Ich bin der Auffassung, dass am heutigen Tag, dass keine Endanleger waren, Fonds oder so, die verkauft haben. Ich habe auch nicht den Eindruck, dass es sich um Hedgefonds handelt, die jetzt hier short gehen wollen. Ich glaube eher, das sind sogenannte schwache Hände. Die Anleger, die entweder bei 125 long waren und vielleicht nochmal mit 97 dazu gekauft haben, verlieren die Lust. Oder vielleicht auch jene, die bei 97 gekauft haben, nach dem Motto, naja, die gehen wieder relativ flott auf 110. Die Bewegung von letzter Woche ist zu groß und sehen sie auf einmal bei 90 und gehen auch raus. Ich fand nicht, dass da ein nennenswerter Druck war. SAP war heute einer der schlechtesten Werte im DAX oder auch im Eurostoxx. Ja, aber das war meines Erachtens nach kein echter, richtiger Verkaufsdruck. Vor euch seht ihr den 5-Jahres-Chart vom 14.09.2015. Und SAP hat immer langgezogene Aufwärtsbewegungen gemacht und dann aber auch immer sehr schöne, griffige Korrekturen. Und dann kam, ich gehe ein bisschen näher ran, kam der Februar beziehungsweise der März, und wir haben eine heftige Korrektur gehabt von 130 runter bis fast zu 80. Und was hier fast 4 Wochen gedauert hat, haben wir jetzt in ein paar Tagen gemacht. Innerhalb kürzester Zeit sind wir auch von rund 135 runter auf die 90. Ist in etwa die gleiche Strecke. Rein vom Chart her hat der Wert jetzt hier erstmal nur diese Unterstützung im Bereich von 82. Mir fällt auf, der Abstand zur 200-Tage-Linie ist sehr groß. Also historisch gesehen auch recht groß. Und das spricht eher für den Wert, dass hier irgendwann jetzt mal eine Korrektur stattfindet. Das Zweite ist, wir waren, ich hole es noch mehr näher ran, wir waren die ganze Zeit außerhalb der Bänder. Hier, hier, hier. Da sind wir wieder ran, dann sind wir rein und wir sind auch heute wieder drin. Das obere Band ändert ein wenig die Richtung. Das heißt, es geht nicht weiter auf, sondern es beruhigt sich. Und das zeigt für mich, dass die Volatilität aus der Aktie rauskommt. Und ich erwarte jetzt eigentlich eher in den nächsten 10 bis 12 Handelstagen eine Seitwärtsbewegung oder eine leicht korrektive Bewegung. Die korrektive Bewegung kann immer gehen, hier bis zu 10 Tage dienen. Dieser Moment bei 106 wird aber jeden Tag fallen. Vom MACD her findet ebenfalls eine Stabilisierung her. Und der Oszillator ist extrem tief bei 2,7. Aber er geht noch nicht über die 20. Wir sind also schon lange, lange überverkauft, aber das bringt sich. Erst wenn er über die 20 geht, wird der Wert positiv. Ich will letztendlich damit sagen, dass es durchaus sein kann, dass diese vorhin angesprochenen schwachen Hände nochmal dafür sorgen können, dass der Wert unter die 90 Richtung 86, 88 gehen kann. Mir wäre das zum Short-Gehen jetzt hier zu wenig. Ich glaube, dass dieser Bereich, den wir hier haben, vom März diesen Jahres durchaus halten kann. Besonders interessant, und erst dann werde ich die Schnüffelstücke erhöhen, ist, wenn das obere Band seine Richtung wirklich nach unten aufnimmt. Für die kurzfristig orientierten Anleger von Ihnen ist dieser Punkt hier sehr wichtig. Das ist, ich gehe mal mit dem Fadenkreuz aus dem Bild, bei 94,30. Wenn die Aktie diesen Wert übersteigt, also über 94,30 geht und schließt auf Tagesbasis, ist für mich das der Startschuss für eine Korrektur. Ich muss aber auch vor diesem Hintergrund sagen, dass ich dann die Scheine, die ich jetzt nenne, die haben schon einen ordentlichen Abstand. Zum einen ist das hier einer mit einem Hebel von lediglich, wo ist er? Hier, 7. Das ist eine Basis 77,61. Da sind wir hier unten. Da, wo jetzt die Maus ist.
Wir sind also noch unterhalb von diesem Bereich, den wir im April, Entschuldigung, am 16. März gesehen haben. Das ist jetzt von der UniCredit ein Endlosschein mit der Kennnummer HU5R82. Der kommt jetzt bei mir auf die Watchlist. Der ist kaufbar, wenn wir diesen Punkt hier bei 94,30 überbieten. Dann kann ich mir aber auch noch einen nehmen, der näher dran liegt, so im Bereich 85, 86. Aber soweit ist es noch nicht. Dieser eben genannte Schein, der kommt jetzt bei mir auf die Watchlist, den möchte ich gerne ein bisschen beobachten. Von dem Putz her glaube ich nicht, dass wir innerhalb von absehbarer Zeit ein neues All-Time-High machen. Aber 103 ist mir zu nah dran. Deswegen muss ich auch hier den Hebel etwas reduzieren und lande dann bei diesem Schein hier. Das ist ebenfalls ein unlimitierter Schein mit der Basis 113,43. Der wird allerdings schon gestoppt bei 108,40. Das ist momentan ein Viererhebel. Das scheint mir momentan das Sinnvollste zu sein. Allerdings sehe ich für diesen Schein nicht mehr allzu viel Potenzial. Wie gesagt, der Bereich um 86, 88 sollte durchaus halten. Und das ist die Kennnummer HR2P5R. HR2P5R. Ich wünsche euch einen wunderschönen Abend oder Tag und ein Happy Trading und fette Beute. Bye, bye.